Suhu, herzlich willkommen im Tarot Tetrassé, Botschaften zum ganzheitlichen Erwachen und Botschaften zum Aufstiegsprozess von Mutter der Erde. Wie immer drei Tassen und ich lasse sie für uns energetisch sprechen. Die beiden Tassen wurden mir zugesendet und dafür sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf dieses Tarot Tetrassé und ich habe auch schon den Kerninhalt bekommen und er lautet karmische Entlastung, karmische Entlastung und Öffnung für die Sommer des Lebens, das Christusbewusstsein, für den Wandel, für den Wechsel, für die Offenbarung dessen, was Gott Vater möchte, dass wir in uns fühlen, wahrnehmen, erleben und auch im Leben wirklich in die Veränderung bringen können. Ich gebe jeder Tasse eine Brückenbotschaft. Karmische Entlastung klingt gut. Wir alle haben Erbgut. Ich habe in einem Video die Macht der Ahnen und wie sie uns unbewusst beeinflussen schon darüber gesprochen, dass dieses Thema jetzt total wichtig ist für das ganzheitliche Erwachen, aber auch um in eine neue Zeitlinie übergehen zu können, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich unten ankommen, um nach oben aufsteigen zu können in eine neue Zeitlinie. Und darüber freue ich mich sehr, dass wir dieses Angebot auch wirklich erhalten können. Und jetzt schaue ich, wo ich beginne. Du kannst es dir bequem machen. Die Tasse rechts außen ist eine total spannende Tasse. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist eine Dame eingearbeitet und sie hat im Nabelchakra wie einen roten Punkt. Es könnte auch so zwischen Nabel und Wurzelbereich sein, hat sie einen roten Punkt. Und sie hat Brüste, klar, und ihr Gesicht schaut wie zu einem Schamanen. Ihr Gesicht schaut wie zu einem Geistführer. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Geistführer ihr etwas mitteilen möchte. So, es geht bei dieser Dame hier um die Kraft der Intuition. Es geht bei dieser Gabe wirklich um das künstlerische Vermächtnis in uns Menschen, welches die Ohren öffnen kann für das, was hier dieser Schamane dieser Intuition mit auf den Weg geben möchte. Wie Lieder, die da kommen. Da kommen wie Lieder, da wird es mir ganz warm, wie heilsame Klänge, heilsame Lieder. Jemand, der mit der Intuition dieses Menschen auf der gleichen Wellenlänge schwimmt. Manchmal ist das ein Satz. Und das immer wieder Rezitieren von einem Satz bringt uns wirklich in das Mysterium, was eigentlich das Haus der Liebe und der Freude ist. Eben genau dort, wo man diese karmische Entlastung bekommt. Und diese Dame, die Intuition nicht hin, was unsere Ahnen uns vorgeben, sondern die Intuition, was unser Spirit, was unser Geistführer, was unser Schamane uns mitteilen möchte. Wenn du stark christlich angehaucht bist, dann ist es der Heilige Geist. Wenn du schamanische Wurzeln hast, dann ist es der übergeordnete Geist. Wenn du ein ganz normaler Mensch bist wie ich, der alle Facetten im Leben liebt, dann kann man sagen, es ist dein ganz persönlicher Geistführer, den Gott dir an deine Seite gestellt hat, der Heilige Geist, der mit dir über deine Intuition sprechen möchte. Und ich mache auch schon die Brückenbotschaft auf und bin mega, mega gespannt. Kreuz. Das Kreuz hat zwei Bedeutungen. Etwas, was du an dich genommen hast, etwas, wo du deine Herkunftsfamilie entlastet hast und gesagt hast, dieses Joch, das nehme ich und ich trage es für euch. Hier hat der Besitzer dieser Tasse etwas genommen, was den Ahnen zu viel war. Er hat es lange getragen und ich bin mir sicher, dass er dieses Kreuz auch schon abgelegt hat.
Gott hat ihm etwas ganz, ganz Großes, Großes abgenommen, was er ganz, ganz lange stumm, ohne darüber zu sprechen, ohne darüber zu klagen, ohne sich darüber zu beschweren, genommen hat. Und das Kreuz sagt aber auch im positiven Sinne, dir ist etwas garantiert, dir ist etwas ganz, ganz sicherlich in die Wiege gelegt worden, etwas, worauf du lange gehofft hast, etwas, worauf du dich freust, wird dir offenbart werden. Etwas ist dir ganz, ganz sicher. Wenn man das jetzt im Hinblick auf diese wunderschöne weibliche Intuition, die Intuitionsfähigkeit, die Hingabe, sich zu öffnen für das, was der Schöpfer einem sagen möchte, für die Klänge, für die Lieder, für die Gedichte, für die wohlwollenden Worte, die Fähigkeit, einem Menschen mit einem wohlwollenden Satz positiv entgegenzukommen, das ist das, was dieser Mensch anderen Menschen mitgeben möchte. Ich hatte neulich ein wunderbares Erlebnis und das möchte ich dir jetzt gerne mitteilen, weil mich das daran erinnert. Ich war wie geknickt. Ich war an einem Tiefpunkt. Ich habe mir viel, viel Mühe gegeben. Ich habe ganz viel Arbeit investiert in eine Sache und dann in den ersten Stunden habe ich gedacht, oh oh, das wird nichts. Die Arbeit hat sich nicht gelohnt. Und ich war ganz, ganz traurig und dann kam wie eine Stimme, die gesagt hat, ich möchte mal jemandem eine ganz, ganz große, große Freude machen. Und dann habe ich das ausgesprochen beim Spazierengehen. Im Geknicktsein habe ich ausgesprochen, Gott, ich möchte mal jemandem eine ganz, ganz große, große Freude machen. Und auf einmal war dieses Geknicktsein vollkommen weg. An einem anderen Tag, viele Tage später, war ich über eine Beratung noch ganz, ganz lange nachdenklich. Und ich war auch wieder beim Spazierengehen. Und dann kam wieder dieser Satz, ich möchte mal jemandem eine ganz, ganz große, große Freude machen. Und dann, beim dritten Mal, habe ich gemerkt, nicht ich sage das zu Gott, sondern diese wohlwollende Kraft, die jeder Mensch im Rücken stehen hat, jeder Mensch im Rücken stehen hat, möchte das zu dir sagen. Hey, du, ich möchte dir eine große Freude machen. Wenn aber die Erbgutzellen, jene Ebene, die das Kreuz getragen hat, mit dieser Freude kein Vertrag hat, dann wird er nicht auf diese wohlwollende Kraft reflektieren. Er kann es nicht vernehmen, er kann es nicht absorbieren, er kann es nicht trinken, er kann es nicht verwerten, es kommt nicht bei ihm an. In deinem Rücken steht jemand, der zu dir sagt, hey, du, für alle Schmerzen, für alle Wunden, für alles, wo sich niemand bei dir entschuldigt hat, für all das, was du für deine Ahnen übernommen hast, für all das, wo du nie einen Pokal, nie ein Danke, nie ein Lob, nie ein Merci, nix geachtet wurde. Da hat Gott die große Kraft der Schöpfung dir den Engel der Gnade in den Rücken gestellt und der sagt, ich möchte dir eine ganz große Freude machen. Und ich bin mir sicher, dass dieser Mensch das im Leben möchte. Andere Menschen eine Freude machen. Mit seinen Gedichten, mit seinen Liedern, mit seiner Musik, mit all dem, was er hat. Und kann vielleicht das eigene Geschenk, was Gott ihm geben möchte. Hey, ja, ich meine dich. Ich möchte dir eine ganz große Freude machen. Gnade. Echt? Ja, viele Menschen haben Angst vor Gott. Viele Menschen haben Angst, dass Jesus ihnen wirklich begegnet.
weil er von der Kirche missbraucht wurde, von mir aus, aber auch, weil das Erbgut Angst hat. Gott könnte etwas sagen, berichtigen, tadeln, schimpfen. Nein, er sendet uns den Engel der Gnade, pure Gnade, pure, pure Gnade. Und wenn die Zellen, der das Kreuz für die Armen getragen hat, hier nicht mitschwingt, dann geht das Geschenk immer und immer und immer wieder an ihm vorbei. Und er wird immer und immer und immer wieder an derselben Stelle einknicken. Jetzt aber in der karmischen Wende, in der karmischen Ablösung, können wir diese Kräfte in uns wie ein Schwamm aufsaugen, der Engel, der zu uns spricht. Hey, du, ich meine dich, ich möchte dir eine ganz, ganz große, große Freude machen, möchte ich dir. Aber das war doch das, was ich immer machen wollte für andere Menschen. Ja, aber jetzt bist du mal dran. Du bist jetzt dran. Du bist jetzt im Verwöhnprogramm. Und nicht nur über andere Menschen, sondern wirklich in der Berührung, was Gnade und barmherzig wirklich bedeutet. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Lichtkörper. Lichtkörper. Ja, der Lichtkörper ist eins mit der neuen Zeitlinie im Christusbewusstsein. Und dieser Lichtkörper beginnt über den Engel der Gnade und der Barmherzigkeit und der Güte Gottes mit uns zu sprechen. Wenn aber das Erbgut nicht auf der grünen Aue steht, kann der Mensch die wunderbaren, heilsamen Botschaften des Christusbewusstseins der neuen Zeitlinie nicht aufnehmen. Und über die Live-Gebete, die wir haben, donnerstags ab 15 Uhr, kommen wir in die Gnade, in die Barmherzigkeit und in die Offenbarung des Lichtkörpers, dass der Lichtkörper die Botschaften vom Christusbewusstsein bekommt und wir mit der Ahnenlinie Takos sind, damit es für uns alle möglich ist, diese positive Gnadenstimme in Licht, in Liebe, in Kraft, in Weisheit aufzunehmen. Im Sinne von, hey du, ich möchte dir eine Freude bereiten. Durch und durch. Ja. Yeah. Cool? Ja. Yeah. Mega, mega. Ja. Das war wie magisch, als ich diesen Satz ausgesprochen habe. Ich möchte mal jemandem eine ganz große Freude machen. Das Geknicktsein war vollkommen weg, vollkommen weg. Bis ich das geschnallt habe, dass nicht ich jemandem eine Freude machen will, sondern dass man mir eine Freude machen will. Oh, ich wünsche es dir auch. Ich wünsche es dir. Ich wünsche es dir. Sag's mal in einem unrunden Moment. Schreib dir diesen Satz nieder. In einem unrunden Moment, dann, wenn du mit dir hartest und dann, wenn es in dir zweifelt und dann, wenn es in dir bockt. Eben genau dann, wenn du glaubst, das Wetter ist schuld. Eben genau dann, wenn du glaubst, jemand anderer hat doch jetzt hier die Fäden im Spiel. Eben genau dann, in deinen ganz eigenen Momenten, sagt dieser Satz, hey, ich wollte schon immer mal jemandem eine ganz große Freude bereiten. Und dann wirst du mal sehen, ah ja, wie das Tor zum Lichtkörper aufgeht und wie die Ahnen jubilieren und Licht bekommen und auf die grüne Aue angehoben werden.
Ich habe euch das Gebetsvideo, wo ich über die Grüne Aue spreche. Vielleicht kommt sie auch in der mittleren Tasse. Ich habe das Gefühl, die Grüne Aue möchte in der mittleren Tasse sprechen. Auch warum jetzt die Heilung für die Ahnen und warum dieser Lichtkörperprozess im karmischen Wendepunkt jetzt für uns Menschen eine große, große Rolle spielt. Ich bin in der Tasse links außen. Ja. Ich wünsche dem Besitzer dieser Tasse alles erdenklich Gute im Sinne von Gott hat dich so lieb. Gott hat dich so lieb. Und er möchte alle Poren in dir öffnen, dass du erlebst, was es bedeutet. Jesus Christus kommt wieder im schamanischen Sinne. Oder so, wie es dein Herz einfach möchte, als Mensch. Pure, pure Mensch. Ich sehe nur Bordeaux Rot, ich sehe nur Amazing Grace. Ich bin in der Tasse links außen. Hier steht Greece und das habe ich gedacht, das heißt Gnade, aber Greece, das heißt Griechenland. Und ich liebe diese Ornamente, das erinnert mich an ein Könighaus. Es erinnert mich auch an Ägypten, an Kleopatra. Ich sehe hier eine ganz wunderbare Göttin. Ja, so wie Kleopatra. Ich habe das Sagen. Wow! Ich reagiere. Ich bestimme. Ich bestimme über meinen Körper. Ich bestimme über meinen Geist. Und ich bestimme über das, was ich fühlen möchte. Hey, wow, ich bin mega gespannt, was diese Tasse uns an Tipps mit auf den Weg geben möchte. Ich bestimme, wer ich bin. Hey, Denai, hey, Denai. Ich bin mir sicher, das ist eine Tasse aus einem Urlaub. Entweder hat man die geschenkt bekommen oder man hat sich diese Tasse selbst mit nach Hause mitgenommen. Und es kann sein, dass die Botschaft aus diesem Land, ich bestimme über meinen Körper, ich bestimme über meine Gedanken, ich bestimme über meine Gefühle, der Mensch hier ein Defizit hat, dass er gar nicht weiß, welche Vollmacht er hat, weil er unbewusst glaubt, er wird zu etwas gezwungen. Und ich sehe einen Specht. Und der Specht möchte das Wichtigste im Aufstiegsprozess hier öffnen. Liebe. Wisst ihr, wir Menschen wissen ganz, ganz viel über die Liebe. Aber das Erbgut nicht wirklich. Das Erbgut. Noch vor 50 Jahren hatten wir nicht den heutigen Stand. Noch nicht mal vor 10 Jahren hatten wir den heutigen Stand. In puncto Liebe. Vergebung und Gnade, wie ich es gesagt habe. Ich sehe einen Specht. Und ich sehe, dass hier jemand sich in der Liebe zurückhält. Früher habe ich Liebe gespürt, wenn ich einen Orgasmus hatte. Und dann kam die Zeit im Jahr 2006, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht wissen, wie sich ein Orgasmus anfühlt. Ich möchte wissen, wie sich Liebe anfühlt. Ich möchte die Liebe finden. Die Liebe. Die echte Liebe. Es war ein langer Weg. Erst einmal habe ich entsagt. Ich war befreundet mit einem impotenten Mann. Und der konnte so gut küssen. So richtig, richtig gut küssen. Dass das Küssen wertvoller war, wie früher, der Akt der Sexualität. Es war ein langer Weg, die wahre Liebe in den Zellen zu finden. Und hier kommt der Specht an die Brustmitte. Da ist ein Blech. In der Brustmitte ist ein Blech. Und wenn in der Brustmitte das Blech ist, dann hat man das Wichtigste in sich noch nicht offenbart. Und das Wichtigste,
Das Allerwichtigste ist nicht die Selbstliebe. Das Allerwichtigste ist, die Liebe des Schöpfers in vollen Zügen annehmen zu können. Und wenn in der Brustmitte ein Blech ist, wenn es hier noch zu ist, dann ist es meistens so, dass das Herz eines Menschen bei den Ahnen hängt und dort jemanden schützt, jemanden liebt, der schissert, der sich nicht mehr Gott frei zeigen kann. Wenn in der Brustmitte ein Blech ist, dann geht die Kraft nicht dorthin, wo der Mensch im Leben steht, sondern die Kraft geht ganz woanders hin. Und dieses Blech, dass die Leute stehen vor dem Blech. Viele spirituelle Menschen stehen vor dem Blech. Die stehen vor ihrer tiefsten Verbindung zu den Ahnen. Warum? Ach, Ahnen, das sind wir doch jetzt satt geredet, oder nicht? Ja, sicherlich sind wir satt geredet. Auf jeden Fall, der Lichtkörperprozess und der Aufstieg in die neue Zeitlinie und der Aufstieg in das Christusbewusstsein und das, was gemeint ist, Jesus Christus kommt wieder im Lichthimmel, im Lufthimmel. Wenn wir dieses gigantische Geschenk annehmen wollen, müssen und dürfen wir die unteren Energien befreien. Und wir können die unteren Energien befreien mit einem Gebet. Und dieses Gebet gebe ich dir heute. Echt? Ja. Oh Mann, ey, ich liebe Tarot de Tassé. Oh ja. Ich muss noch überlegen. Lichtbringer und Brückenbotschaft war gelb und Lichtbringer war weiß. Okay. Mach den... Ich sag dir, ich habe das stärkste Gebet aller Gebete bekommen von Gott Vater in einer Beratung, wie du das Blech in dir öffnen kannst. Der Reiter. Der Reiter. Pass auf, ich sag's dir. Wenn sich die Brustmitte für das, was wir hier gehört haben, nee, ich möchte mal jemandem eine ganz, ganz große, große Freude bereiten, dass man dir eine ganz, ganz große, große Freude bereitet. Dass du die, die in deinem System leiden und gelitten haben, auch eine ganz, ganz große Freude bereiten kannst. Dazu gebe ich dir jetzt das Gebet. Vater, bitte, befreie mich aus den Ängsten meiner Eltern, damit ich dir meine eigene Angst geben kann. Vater, bitte, befreie mich aus den Ängsten meiner Eltern, damit ich dir meine eigene geben kann. Und das hat so viel Power. Das hat so viel Power. So viel Power. So viel Power. Total. Vater, bitte befreie mich aus den Ängsten meiner Eltern, damit ich dir meine eigene geben kann. Amen. Das ist ein ganz kraftvolles Gebet. Ein ganz kraftvolles Gebet. Und hier speziell kann man auch beten, Vater, bitte befreie mich aus der Angst meines Mannes. Befreie mich aus der Angst meines Mannes, damit ich dir meine eigene geben kann, damit ich auch wirklich da ankommen kann, was die Tasse zu Beginn gesprochen hat. Ich entscheide über meinen Körper. Ich entscheide über das, was ich fühlen möchte. Ich habe die Vollmacht in meinem Leben. Gott Vater, bitte befreie mich aus den Ängsten meines Mannes, damit ich dir meine eigene geben kann. Total wichtig.
Total wichtig. Manchmal sehe ich Eheleute, wo die Frau dem Mann an der Hüfte hängt, im Sinne von, ich mache alles, bitte erkenne, dass ich dich liebe. Das ist, das kommt aus einer gestörten Bindung von Vater und Mutter. Und deshalb sind diese Gebete so kraftvoll. Gott, bitte befreie mich aus den Ängsten meiner Eltern. Wenn die Eltern Angst hatten, konnten sie nicht das Herz öffnen für die Liebe. Befreie mich aus den Ängsten meiner Eltern, damit ich dir meine eigene, die eigene Angst, nicht geliebt zu sein, geben kann. Und dann hat der Specht eine Öffnung geschaffen. Ja, und der Reiter hat und gibt uns die Unterstützung und das Gebet, hier dieses Gebet zu Gott Vater zu tragen, um dann in der richtigen Ebene, in der Ahnenebene, die Heilung zu ermöglichen. Das ist total wichtig. Erfolg, Erfolg, ich liebe Erfolg. Gebete haben eine große, 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 große Kraft. Wenn man die Thematik auspackt und das richtige Gebet findet, dann ist das Gebet wie ein Katalysator in die richtige, richtige Ebene. Gott, Vater, befreie mich aus den Ängsten meines Mannes, damit ich dir meine eigene geben kann. Warum spricht sie nicht, befreie mich gleich aus meinen Ängsten? Weil das ja noch verstrickt und gebunden ist. Und deshalb nimmt man zuerst die Eltern und dann den Ehepartner oder dann auch die Kinder. Und das besprechen wir im kommenden Webinar, welches beginnt am 15. Oktober 2024 auf Sovengo. Ich liebe Gebete. Ich liebe Gebete. Sie haben eine große, große Kraft. Und wenn du die richtigen Worte findest für dein Anliegen, ei, dann heißt das ein echter, echter Katalysator. Wisst ihr, man sucht sich ja Partner so aus, dass es passt. Energetisch, im Erbgut, auf Seelenebene hat man entweder die gleichen Themen oder man hat die gleichen ähnlichen Themen. Ja, wenn ich Angst habe, nicht geliebt zu sein, dann hat ja der Partner eine Entsprechung. Und Sexualität ist nicht die Bestätigung, ich werde geliebt, sondern die Öffnung in der Brust, wenn die Liebe der Schöpfung frei wird und wenn die Ahnen uns freilassen und wir sie freilassen und diese Geschehnisse in Heilung kommen auf der grünen Aue, dann braucht man die Bestätigung des sexuellen Triebes nicht mehr. Dann wird es eine göttliche Liebe in Verschmelzung. Ein wunderschönes Lernpotenzial, ein wunderschönes Lernfeld, ein wunderschönes Lernfeld hier. Auf jeden Fall. Gott, Vater, schenk uns die Gewissheit, dass wir von dir geliebt sind. Schenk mir die Gewissheit, dass wir von dir geliebt sind. Ich sehe das öfters einmal, dass man sich an der Hüfte eines anderen energetisch festhält. Das ist uns im Leben ja gar nicht bewusst. Das sind einfach Zeichen dafür, dass die Liebe im Elternhaus nicht frei schwingen konnte. Der Mann ist der Magnet, er selbst hat Angst, die Frau hat Angst und dann ist das wie eine magnetische Anziehung. Ja, genau. Ich bin in der mittleren Tasse. So, Vater, du alles durchdringende Kraft des Lebens, bitte schenke du uns deine Liebe, schenke du uns deine Weisheit, schenke du uns deine ganze Kraft.
so dass wir mit uns selbst, aber auch mit unseren Mitmenschen so umgehen, wie du willst, dass wir tun, und bitte schütze uns. Dieses Gebet, Gott Vater, bitte befreie mich aus den Ängsten meiner Ahnen, damit ich dir meine eigene Angst geben kann. Viele Menschen nehmen ein Schuldprogramm, eine Fremdschuld, weil sie über das Erbgut so starke Schuldinformationen tragen, dass sie lieber die Schuld des Ehepartners, der Ehepartnerin, der Freunde nehmen, alles aber nicht die eigene. Gott, Vater, befreie mich aus sämtlichen Fremdschuldprogrammen und lass mich zurückkehren in meine eigene Wurzel, in mein eigenes Schuldvermächtnis, das, was das Kreuz, die Natur, der Zufall mir in die Wurzel gelegt hat. Und wenn man wirklich mal dieses Gebet abends beim Kerzenschein spricht, Gott Vater, befreie mich aus sämtlicher Fremdschuld, damit ich an das eigene Schuldvermächtnis komme, damit ich mein eigenes nehmen kann, mein ganz, ganz eigenes nehmen kann, um es dann dir zu geben, damit deine Gnade mich vollkommen frei macht aus allen destruktiven Erinnerungen, die ich von fremder Seite übernommen habe, die ich dann loslassen kann, um in eine grüne Aue zu kommen. Das Herz. Das Herz. Das liebende Herz von Gott Vater, der so barmherzig und gnädig ist und geduldig, geduldig, bis wir mit all unseren Themen zu ihm kommen. Eine Fremdschuld zu nehmen, ist für viele Menschen tausendmal leichter, als dort sich zu offenbaren, wo niemand im Ahnensystem sich Gott offenbaren konnte. Früher haben die Menschen geglaubt, Jesus ist tot, also können wir Jesus alles erzählen, er ist ja tot. Aber die Nachkommen wissen, dass Jesus nicht tot ist, dass er lebendig ist, dass es gehört wurde, dass es gesehen wurde. Es ist nicht leicht, in der eigenen Wurzel anzukommen. Aber die Gebete helfen. Sie helfen für die innere Freiheit. Gott Vater, bitte befreie mich. Bitte befreie mich von jeglicher Fremdschuld, damit ich dir mein eigenes Schuldvermächtnis von meinen Ahnen geben kann. Da wird es eine karmische Wende geben, eine große karmische Wende. Geistführer! Und dann kommen wir hier an. Wie hat's gelautet? Ich möchte dir eine große, große Freude bereiten. Ich möchte dir eine große, große Freude bereiten. Und ich möchte, dass es dir richtig, richtig gut geht. Und dann kommt die grüne Aue. Das Land, was dich mit der neuen Zeitlinie auf allen Ebenen deines Seins verbindet. Der Zugang in den Lufthimmel, dort, wo Jesus Christus wiederkommt, dort, wo das Christusbewusstsein bewusst wird, dort, wo die, die nicht ins ewige Leben übergehen konnten, übergehen können. Und das ist wichtig. Im Video, wo es darum geht, die Ahnenlinie in Heilung zu bringen, im Gebetsvideo, habe ich erzählt, es gibt Verstorbene, die sind bis zu 200 Jahren im Tal des Todes. Und wenn wir in uns eine grüne Aue bekommen, dann können auch sie weitergehen. Und dann wird der Aufstiegsprozess immer leichter,
Er wird immer leichter, immer schöner, immer leichter und immer schöner. Gott Vater, befreie mich von der Übernahme sämtlicher Fremdschuld, damit ich dir mein eigenes Schuldvermächtnis geben kann. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Zeit. Und wenn ich dich in der Webinarreihe, die am 15. Oktober beginnt, begrüßen darf, dann freue ich mich.